Das ist Else Fichter, 1927 in Trier geboren und seit ihrem 5. Lebensjahr im Zentrum Triers zu Hause. Sie hat ein großes Ziel, die Umwelt schützen. Und hat sie erstmal ein Ziel ins Auge gefasst, steht sie mit schöner Regelmäßigkeit bei Oberbürgermeister- und Stadtwerkevorständen vor der Tür. Allerdings war ihr Tatendrang nicht immer so groß. Als der Club of Rome auftauchte, das war so vor 30 Jahren so rum, da hat der mir mal gezeigt, was Sache ist. Und da habe ich gemerkt, was für ein Umweltschwein ich bin. Aber da konnte ich natürlich die Autofahrerei nicht mehr einstellen, weil das halt kurz vor der Pensionierung war. Aber habe das dann, nachdem ich halt nicht mehr in Saarburg war, sofort geändert. Und habe mich solchen Dingen gewidmet, die ich ab da doch für wichtiger hielt. Nach ihrer Pensionierung änderte sie ihr Leben komplett. Sie verschenkte ihr Auto und fing an, aktiv zu werden. Solar-Else, wie sie von vielen genannt wird, ist Mitglied in vielen Menschenrechts- sowie Umweltorganisationen. Ihre Ziele versucht sie durchzusetzen, auch wenn sie dazu oft viel Geduld und Kampfgeist benötigt. Gegen die Langweiligkeit habe ich etwas anzukämpfen. Ja, das machen wir, ja, das machen wir. Und wenn ich dann nicht dauernd dahinter bin, dann schlafen die ein. Und das ist eben die Hauptschwierigkeit. Else Fichter hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Umwelt zu schützen. Und sie weiß genau, wie sie es schafft, Oberbürgermeister und Stadtwerke davon zu überzeugen. Eben meine Haupttätigkeit ist, das zu initiieren und dann auch mal hier 10.000 Mark, mal da 10.000 Mark als Initialzündung zu geben und den Leuten dann gewissermaßen auf die Nerven zu fallen, dass sie voranmachen. 6-mal konnte sie sich bereits durchsetzen. Durch ihre großzügige Spende konnte beispielsweise auf dem Dach des Stadtwerkebetriebshofes eine große Solarfläche entstehen. Das ist aber nur ein Anfang. Für die Zukunft wünscht sie sich noch viel mehr. 20 Jahren absolut eingestellt auf regenerative Energie. Kohlekraft weg, Ölkraft weg, Atomkraft erst recht weg. Alles regenerative Energie, Wind, Solar und Biomasse, was es da so gibt. Else Fichter bekommt im Laufe eines Monats eine Menge an Zeitschriften und Informationen, die das Thema des Umweltschutzes behandeln. Darin sieht sie einen großen Vorteil. Das Greenpeace-Magazin kriege ich und die Greenpeace-Nachrichten und die lese ich halt furchtbar gern. Und daher weiß ich eben auch sehr gut Bescheid über diese Dinge. Also es kommt kaum einer, der mehr weiß in der Richtung als ich. Durch ihre große Leidenschaft hat sie viele Menschen kennengelernt. Und an diese gibt sie ihr Wissen weiter. Ja, ich habe, sagen wir mal, so ungefähr 30 Freunde, die ich durch diese Tätigkeit gewonnen habe. Und mit denen rede ich natürlich darüber und die reden dann wieder weiter darüber. Und die beiden Freundinnen, von denen ich Ihnen schon gesprochen habe, man kann ja jetzt regelrecht Umweltschutz studieren an der Uni, die das getan haben, die verbreiten das natürlich auch weiter. Und so geht das dann von einem zum anderen. Vorträge halte ich nie. Da habe ich Auf die Frage, was sie sich für ihre eigene Zukunft wünscht, kann sie eine klare Antwort geben. Immer mehr Solardächer. Dass ich noch viele schaffe, bevor ich in die ewigen Jagdgründe eingehe. Else Fichter ist aktiv geworden. Und für die Umwelt ist klar, dass eine Person alleine nicht reicht. Tschüss.